190 Jahre alt, wir sind 190 Jahre jung. Wir sind ein Familienunternehmen und das seit vielen Generationen. In diesem Sinne, alles Gute und herzlich willkommen. Man muss etwas wirklich wollen und man muss mit Beharrlichkeit und mit Intensität an der Verwirklichung dieser Ziele arbeiten. Das ist das Erfolgsrezept, das ich bis jetzt mit Freude erfüllen konnte. Ich glaube, das ist auch eine Qualität, dass wir nicht einfach nur wachsen um des Wachstums willen, sondern es muss insgesamt passen. Das bedeutet aber auch, dass wir Arbeitsplätze schaffen. Und das ist auch eine Verpflichtung für uns, dass wir das Unternehmen gesund und erfolgsorientiert in die Zukunft führen, damit diese Arbeitsplätze sicher sind, weil wir wollen ja nicht nur Wachstum des Wachstums wegen, sondern wir wollen auch etwas Gutes tun, damit die Welt ein bisschen besser wird. Nahversorgung bringt Lebensqualität. Und wir von Nahen Frisch, wir sind der Spezialist für die Nahversorgung im ländlichen Raum. All unsere Nahen Frisch-Kaufleute, und es sind ja heute sehr, sehr viele da, die punkten bei ihren Konsumenten mit Freundlichkeit, mit Kompetenz, einfach mit der Persönlichkeit des einzelnen Kaufmanns. Und wir möchten diese Welt, wie wir sie derzeit vorfinden, gerne in guten Händen übergeben, aber auch in einem Umfeld, dass sich die noch wohlfühlen, dass die Welt auch noch lebenswert ist. Und daher engagieren wir uns im Nachhaltigkeitsbereich und jeder von uns kann etwas dazu beitragen, kleine oder große Dinge, damit die Welt ein bisschen besser wird. Hier sieht man die Verwurzelung mit der Region. Von hier geht man sozusagen hinaus. Solche Betriebe, auf die sind wir alle stolz. Ihr gebt uns alle, die in der Wirtschaft sind, Kraft und ihr seid uns ein Vorbild. Danke vielmals. Also für uns ist Kastner in der ideellen Ausprägung mindestens so wichtig wie in der wirtschaftlichen Umsetzung. Deswegen, ich wünsche euch jeden wirtschaftlichen Erfolg, weil so wie ihr das macht, sollten es andere auch machen. Es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, dass ich heute hier diese Gelegenheit, diese Feier zum Anlass nehmen darf, um Christoph Kastner hier das Dekret zur Führung des Berufstitels Kommerzialrat überreichen darf. Was die Firma Kastner für mich auszeichnet, ist vor allem diese Verbundenheit mit den Menschen und vor allem auch diese Bodenhaftung. Und gerade diese Bodenhaftung macht es meines Erachtens möglich, hier immer wieder Tradition mit Innovation zu verbinden. Und beides ist wichtig und notwendig, um diese Erfolgsgeschichte auch schreiben zu können. In diesem Sinne, wir sehen uns spätestens in 10 Jahren wieder, wenn wir 200 Jahre Kastner feiern. Herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag noch.